Okay. Hallo, willkommen auf meinem Kanal Thorsten und seine Welt. Heute ist es mal wieder soweit, oder sagen wir so, nach langer Pause durch Corona, fahren wir heute mal zum Motorsport, das heißt zum Stockerdrennen. Stockerdrennen sind Autos, die, sagen wir mal, relativ alt schon sind oder ausgemustert worden sind, wo ein bisschen getuned worden ist, verstärkt worden ist. Denn beim Stockerdrennen, da geht es um die richtige Sache halt. Da wird auch mal drauf gehalten. Da kann es also auch mal ein bisschen Crash geben. Da ist schön viel Dreck, viel Sand drauf. Also richtig, sagen wir mal so, mal was anderes als die DTM oder Formel 1. Ist interessante Rennen, ist spannende Rennen, ist immer wieder was Neues zu schauen. Aber wir hauen das Intro durch und dann zeige ich euch mal ein paar Bilder davon, wie das Rennen war. Ich hoffe, dass ich gute Bilder zusammenschneiden kann oder gute Szenen, dass da eine Menge los ist. Aber wir reden nicht lange, ich fahre jetzt los. Jetzt fahren wir Richtung Parkplatz. Boah, jetzt sind wir angekommen. Das Rennen ist im vollen Gang. Ein Lauf haben wir versäumt. Hier ist der Startbereich, die Startphase. So die kleinere Klasse, Trabantfahrer. Sind natürlich alle keine Profis-Fahrer, sind Amateure, die ist in ihrer Freizeit an Autos rumschrauben und Autos bauen, also im Freizeitsport hier, und die dann jedes Jahr nach dem Winter auf die Saison wieder zufiebern. Und wir hatten ja jetzt von der Saison her, war ja nicht mehr viel los gewesen durch Corona, waren keine Veranstaltungen, oder wenn Trainingsläufe waren, dann waren das halt meist ohne Zuschauer. Und jetzt sehen wir hier, es werden immer zwei oder drei Runden gefahren. Und wer natürlich vorne ist, ist der Erste, wie beim anderen Sport oder Rennsport, ist klar. Sonst hier genau dasselbe, alles wie rote, gelbe Flagge. Rot Stopp, da wird stehen geblieben. Und gelb heißt, der Trend geht weiter, ist die Fahnenstelle und darf nicht überholt werden. So, jetzt sind wir das von der anderen Ecke aus. Hier sehen wir das. Schöne Kurve, gerade Kurvenfahrten ist richtig schön. Man sollte also bei dem Sport schon Auto fahren können. Oder halt, Udo macht den Meister. Das wäre eine Frauenklasse, dann gibt es eine Jugendklasse mittlerweile. Bei dem Sport, kann natürlich jeder mitmachen, der einen Führerschein hat. Und hier sehen wir dann die umgebauten Autos. Natürlich verstärkt, der Kühler ist hinteren Bereich eingebaut worden beim Fahrzeug. Und der Tank ist meistens nur so eine Art, kann man sagen, Kanister, maximal vielleicht 10 Liter fest. Genau, weiß ich jetzt auch nicht. Boah, und gibt es natürlich schöne Überholmanöver, und in dem Augenblick heißt es natürlich wegschieben. Den anderen ein bisschen antatschen. Da sollte man auch schon genug Ersatzteile mit bei haben, Querlenker, und hier haben wir auch so schon einen alten Mercedes. Also eure Autos nicht wegschmeißen. Da kann man noch, also kann man noch ein bisschen was machen dran. Für den Sport. Hier sehen wir, da ist schon hinten alles schon weg, aber die Hauptsache ist immer ja fair. Ersatzteile gibt es ja meist hoch bis zum Gelände. Dann ist ein Bierwagen da, Tränkewagen. Dann ist, was gibt es da noch so alles? Dann gibt es die Post natürlich. Toiletten ist eigentlich im Prinzip alle da, was man braucht, um den Tag dazu ein bisschen zu verbringen. Man sollte halt also nicht so empfindlich gegen Staub und Dreck sein, also nicht die feinsten Sonntagsklamotten anziehen. Durch Arbeitsklamotten angezogen, da tun schon ein paar Monate, da geht es zur Sache, da fliegen die Fetzen. Also es staubt schon. Man sieht das hier auch immer alles mit Gitter verstärkt und verkleidet, dass es nicht passiert. Wenn man einen Überschlag wirklich kommt beim Rennen, dann passiert ja auch nicht großartig viel. Okay, ein paar Schürfungen gibt es, vielleicht ein paar Prellungen gibt es, aber man kann davon ausgehen, dass die Leute immer lebend rauskommen. Wenn es ja Käfig mit eingeschweißt worden und ohne so Käfig braucht man das ja mehr stark. Also da gibt es auch bei der Rennklasse dann die Vorschrift. Wir sehen das jetzt im Abgang ab in die Wiese. Und ich wollte dazu sagen, dauert nicht lange, dann kommen die Rettungskräfte, die Kräfte, die das Auto da wieder ausziehen, und dann müssen wir weitergehen. Und
Zuschauer waren ja bei 10 und es müssen ja dementsprechend viele Läufe umgeschaltet. Da sehen wir auch hinten das Dateifilchen vom Auto, das ist ein Rohrrahmen, ein mit eingespeist worden. Also die Leute, die da mitfahren, die machen das so ein schöner Freizeitsport. Die sind Freizeitschrauber, die haben ihre Garagen und fahren dann insgesamt von Renn zu Renn durch. So macht jeder seins. Und hier sind wir Fahrerlager, hier haben wir einen alten Golf 3 gehabt. Hier sind wir die umgebauten Autos drin, das ist natürlich klar, alle draus. Käfig rein, Teppich braucht man nicht, nur am Atombrett. Dass der alle durch die Gegend fördert und hier sieht man schon so ein bisschen, da wird ein bisschen die Farbe gemacht, dran gemacht, hier den ganzen Dreck, den Motor, aber schon gesagt, die Motoren werden nicht großartig getunt, da wird der Luftfilter rausgeholt und dann wird was anderes dran gesetzt, durch den Staub, um er sich ja schnell zusetzen. Kraftstoffanlage bleibt meistens dieselbe oder kommt mit Benzinpumpe rein. Und hier sehen wir auch, natürlich, desto größer der Motor ist, natürlich anfälliger ist er dann nachher auch, wenn man Crash ist. Den kann man aber alle verstärken durch Einspeisen. Hier sind wir schon den alten Trabant, der mit bei ist. Wart mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, kleine Filmchen, so einen kleinen Einblick auch mal im Motorsport zu haben. Denn dieses Jahr hat es ja Gott sei Dank mal geklappt, denn mein Kanal heißt ja Thorsten und seine Welt. Also das muss die was Spaß macht. Aquaristik, Garten, Motorsport, Modellfliegen wird auch noch mal ein bisschen was kommen. Aber es ist halt immer ein bisschen mit Zeit gemessen, zeitaufwendig, wetterabhängig, wie das Wetter ist im Sommer. Im Winter haben wir wieder mehr Aquaristik, was ja auch ein schönes Hobby ist. Oder hat euch der Film auf jeden Fall gefallen? Daumen würde ich mich freuen, ein Abo natürlich auch. Und schaltet wieder Samstag ein, um 12 Uhr geht's weiter. Ciao und bleibt gesund.